Hallihallo, ihr Lieben da draußen an den Bildschirmen. Hier ist wieder eine weitere Ausgabe, beziehungsweise willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Newcomer TV. Hier direkt aus dem Taunus, aus unserem Taunus-Studio in eure Wohnzimmer gestreamt. Wir waren auf der ersten Newcomer TV-Nacht am 26. März in der Portstraße Jugend und Kultur in Oberursel, haben 4 Acts aufgezeichnet, von denen ihr schon 2 sehen konntet in der letzten Folge. Und jetzt möchte ich euch die nächsten Acts vorstellen. Zuvor aber sagen, wie das so manchmal passieren kann in so harten Zeiten, wie wir sie jetzt alle erleben. Man wird krank. Also, und Losing Graffiti, die Band, die eigentlich im Programm hätte spielen sollen, haben abgesagt kurzfristig, weil ihr Schlagzeuger krank geworden ist. Und wir haben gesucht und mit silbernen Elefanten das ganze Universum abgegrast und sind fündig geworden, weil innerhalb von 2 Tagen einen würdigen Ersatz für eine Band zu finden, ist nicht einfach. Es ist uns gelungen. Wir haben den unglaublichen Singer-Songwriter Michael Wiebusch gefunden, den viele von euch vielleicht sogar als Gitarrist und Sänger von Toy of the Apes kennen und lieben. Und er hat uns ein Programm zusammengestellt von 30 Minuten, das lässt keine Wünsche offen. Er führt uns zurück in einer Stoner-Rock-Zeit, Seattle-Atmosphäre, aber das alles ohne seine Band, sondern er ganz alleine. Sein Gesang, seine Aura, sein Charakter und die Art, wie er Gitarre spielt. Viel Vergnügen mit dem Konzert von Michael Wiebusch. Pain in your eyes, no one seems to care. Grieving this guy about the things I've never dared. I'm falling these arms, blown away by storm. You scattered dreams down, painting the colors I have worn. Constantly seems to me I'm dreaming. Upright standing, sovereign, you're alone. Faking smiles and speaking words I've never known. Days are rushing by as I'm going on. It's now and then I wish the words could be. Du bist also mit Toys of the Ape, für die Leute, die es kennen, viele Jahre unterwegs gewesen und hast dann irgendwann gesagt, jetzt mache ich was anderes und sozusagen ein Akustikprogramm erarbeitet, Unplugged-mäßig. Wie ist denn das, wenn man plötzlich alleine mit der Akustikgitarre vor Menschen spielt? Ich meine, hier ist es jetzt so für die Kameras, aber wie ist das so normalerweise? Ist es ein Unterschied, als wenn eine Band hinter dir steht? Das ist tatsächlich ein himmelweiter Unterschied. Also man fühlt sich sehr viel nackter, sagen wir mal so. Verletzlicher. Vor allem, ja, wenn man aufhört zu spielen oder wenn man neben die Saiten greift, dann ist sofort ruhig. So, das ist ja sehr spooky. Das soll möglichst nicht passieren, ja. Es ist auch nicht so, als ob ich wirklich Toy of the Ape beendet hätte und dann mich auf das Akustikzeug konzentriert hätte. Das Akustikzeug ist eigentlich immer nebenbei immer mal gelaufen. Also
Die eigenen Songs, die ich geschrieben habe, sind tatsächlich auch gar nicht so furchtbar viele. Aber es hat sich halt über die Jahre gesammelt. Irgendwann hatte man immer mal eine Idee, hat sie umgesetzt. Und manche Sachen haben wir eben auf der Akustikgitarre ganz anders geklungen als, als Idee für eine Rockband. Ja, auf jeden Fall. Das hat sich über die Jahre gesammelt. Ein paar Songs sind auch extrem alt. Die stammen noch aus meiner Zivildienstzeit tatsächlich. Die du heute Abend spielen wirst. Ja, also so ja, drei Stück sind so zwischen 2015, 2017 und so. Und zwei sind auch deutlich älter noch, Ende Schulzeit und das ist wie guter Wein. Ja. Also ja. Guter Wein ist auch am besten, wenn er alt ist. Standing in the parking lot, just like yesterday. Frozen in the darkest spot, she won't move away. We didn't speak in a long time, now she lives not far away. Guess we better all this way. September sky, the patterns in the clouds, the mesmerizing tranquil life, I begin to lose my doubts. And in the empty we smarter, and got more stories to tell. It's for another day. Another day. I'm standing in the parking lot, just like yesterday. So frozen in my darkest spot, she won't move away. Yes, in the end we be smarter, got more stories to tell. Life, no love.
my weary steps across the concrete. The moon, the white kaleidoscope. Cool air streams in through shattered windows. I feel my heart, it is the wind. Sorrow was in vain. I'm drowned by heavy rain. Ihr Lieben, also ich bin total verzückt, ja. I love Michael Wiebusch. Also ist ein großartiger Singer-Songwriter und vor allen Dingen so, wie sagt man, so bodenständig und unaufgeregt, wie er dieses Setup gespielt hat, obwohl er vor 48 Stunden davor noch gar nicht wusste, dass er einen Auftritt hat. Aber so viel zu Flexibilität von kreativen Menschen, zu dem Michael Wiebusch auf jeden Fall hört. Wir haben aber noch eine weitere Band gehabt auf der Newcomer TV-Nacht, nämlich Neidhart. Also Norman Neidhart ist der Namensgeber dieser Band. Er spielt selber mit. Sie machen eine harte Musik aus hartem Rock mit deutschen Texten, Southern-Einflüsse. Und sie kommen aus Großzimmern, das muss man sich mal vorstellen, sind seit 2060 unterwegs. Und wenn sich eine Gruppe zusammenfindet, deren Mitglieder bereits in anderen bekannten Formationen spielen, dann spricht man im Allgemeinen von einer Supergroup. Und diese Supergroup hat dermaßen eingeheizt auf der ersten Newcomer TV-Nacht im Wonnemonat März, dass es jetzt direkt durch eure Kamera, also durch diese Kamera, in eure Wohnzimmer springen wird, diese Energie, die die Jungs verbreitet haben. Ein Riesenapplaus von euch und seid gespannt auf das Konzert von Neidhart. Den Keller selbst voller Leichen. Ich geb euch jetzt.
jetzt möchte ich euch den Peter vorstellen, der Sänger von Neidhardt, die jetzt gleich kommen. Hallo, hallo Peter. Hallo, hallo, hallo. Wir sind total froh, dass ihr hier seid, dass ihr es geschafft habt, hierher zu kommen. Wir sind froh, dass wir kommen dürfen. Ja, sehr gerne. Und in Pandemiezeiten probt ihr im Augenblick, habt ihr einen großen Proberaum, wo das geht? Das ist eigentlich ganz witzig, weil als es dann tatsächlich hieß, der Gig findet statt, habe ich dann ganz frech mal unseren Landkreis angemailt und habe denen die Sachlage geschildert, habe gesagt, hier, semi-professionelle Band, Streaming-Auftritt mit Hygienekonzept, alles genehmigt, wir müssen proben. Dann habe ich tatsächlich eine Mail von denen bekommen, in dem mir das ganz lang und breit erklärt wurde, dass es machbar ist, dass wir ja, nicht schön. Unter den Paragraphen fallen, und somit konnten wir uns zumindest noch ein paar Mal proben. Zum Probentreffen besser gesagt, damit wir auch vorbereitet sind für heute. Ja klar, weil ich meine, das ist ja für euch auch, ihr steht, also denke ich mal, Anfang 2020 standet ihr in den Startlöchern für eine europaweite Sommertour mit Bandbus und alles, Nightliner und alles war schon gebucht und dann wird man so runtergefahren. Wie geht das? Wie seid ihr damit fertig geworden? Also es war am Anfang, es war wirklich frustig und sind wirklich einige Auftritte, jetzt nicht unbedingt eine Europaturnier Europatour. Nein, aber es sind wirklich Auftritte weggebrochen und ja. wir haben eh so einen kleinen Spaß. Wir haben eigentlich schon damit gerechnet, dass auch diese beiden, also dieser heute und wir hätten auch eine nächste Woche, dass die auch noch ausfallen, weil das hätte sich so reingezogen. Nee, wir haben die Zeit dann tatsächlich genutzt und haben unsere EP aufgenommen, die auch auf allen Streaming-Portalen jetzt verfügbar ist. Herz heißt das gute Ding, sind 5 Schön. Tracks drauf. Wir spielen die komplette EP heute auch. Wow! Und wir haben auch sogar ein paar dabei. Also, wenn ihr könnt welche kaufen, kommt doch mal. Ihr könnt auch einfach, wir würden die erst, ich habe 5 Stück dabei, meine ich, die würden wir verlosen, verschenken. Also meldet euch gerne in den Kommentaren. Kleine Eigenwerbung, blink, blink. Genau. Und wir haben wirklich die Zeit genutzt, um da uns intensiv dann da reinzustürzen. Und ja, und dabei sind noch ein paar neue Songideen entstanden. Wollen wir mal schauen, wo das so hinführt. Sprüche und Gedankenfetzen, dann gib mich, was du mich genügst.
gehabt. Doch das ist mir zu doof. Ich packe meine Sachen und ich will raus mit dem Berg. Ich bin auf der Reise und am Rücken mit. Und ich mach mich jetzt vom Hof. Und danke schön, danke, danke für mich. Wir werden uns bestimmt mal zufällig sehen. Bis dahin, danke für mich. Ich bin irgendwie total geflasht. Also die erste Newcomer-TV-Nacht, wir haben schon gedacht, es sollte ein bisschen härter sein. Wobei dadurch, dass Losing Graffiti ausgefallen sind und der wunderbare Michael Wiebusch eingesprungen ist, hat es dann noch eine etwas andere Note bekommen. Aber insgesamt war das schon ein gewaltiger Auftakt für weitere Newcomer-TV-Nächte in diesem Jahr. Die nächste steht am 30. April, Freitag, dem 30. April, vor der Tür. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Geht auf die Newcomer-TV-Seite auf YouTube, da ist der Link zu finden. Ansonsten, wir schicken Flyers, also digitale Flyer, in eure Wohnzimmer bzw. auf eure Laptops. Wir schicken E-Mails. Also ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Und wenn ihr es im Internet nicht erfahrt, hört einfach täglich das Virusmusikradio auf Radio X. 91,8 MHz, das ist ein Frankfurter Lokalradio. Ansonsten lasst euch in die Träume wiegen von unserem wunderbaren Kameramann und Mastermind, den Jochen von Newcomer TV, der das hier so toll macht, also diese Bewegung, ich bin immer hypnotisiert. Ich bin der Seppel und war am Mikrofon und begleite euch auch sonst durch die Newcomer TV Magazine. Bleibt uns gewogen, supportet die lokale Musik- und Kulturszene, interessiert euch, liebt euch, seid, wie sagt man, fantasievoll, seid kreativ und vor allen Dingen bleibt gesund, bis zur nächsten Folge. Das war das Newcomer TV Magazin. Ich sage tschüss, ciao.